Hallo, Löhle. So, in der letzten Folge musste ich ja hier in diese Basis eindringen, ne? Weil ich ja die Hackerin suche, schrägstrich sie treffen möchte. Und da musste ich ihr vorher noch so ein Teil klauen. Ich habe mir schon gar nicht mehr gemerkt, was es war. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Irgend so ein Teilchen. Ist auch fast egal. So, und daraufhin musste ich dann zu dieser vorgeschobenen imperialen Basis mich begeben, denn die ist hier. Allerdings ist sie nicht gefangen genommen, sondern die ist umsingelt. So, und jetzt habe ich das geschafft, diese Insel, diese Basis zu infiltrieren. Und bin in so einen Kommandoposten. Also Kommandoraum vorgedrungen, eingedrungen, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und habe dort Informationen erlangt, indem ich den Computer gehackt habe. So. Und jetzt soll ich irgendwie... So, jetzt müssen wir irgendwie 43 Meter in die Richtung. Denn ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt sie befreie, werde ich mich auf den Weg machen. Und werde... mir erstmal diesen Tresorraum angucken. Beziehungsweise werde dann... wahrscheinlich mir auch noch die anderen Sachen holen, bevor ich dann sie überfreie. Okay. Ich stelle aber gerade fest, es gibt hier keine Möglichkeit, mich hinunterzuhangeln. Also muss ich wahrscheinlich durch die Basis mich bewegen. Um dort hinzukommen, hinzugelangen, wo ich hier gerne hin möchte. Das habe ich natürlich jetzt auch nicht so geplant oder mir so gedacht. Das ist übrigens geil, wie man hier die Waffen verliert, ne? Dann probieren wir es damit. Ja, ich kann jetzt hier lang. Jetzt kann ich hier lang. Ist jemand in der Nähe? Ich weiß nicht, wie man da reinkommt. Ach, verkrift. Na los, gehen wir der Sache nach. Da. Irgendwas zu vermelden? Ende. So. Verstanden. Jetzt ist alles ruhig. Wir benötigen irgendein Hacking-Teil. Fallacken. Werk. Okay. Dank, Werk. Na, ich schmeiß was an. Eine Wächterlackierung und ein Blaster-Umweltsystem. Ein ISB-Bericht, Elera Soy, 38, Berufssyndikatsagentin. Gemäß den Ermittlungen des ISB gehört Elera zum inneren Kreis von Crimson Dawn. Ihre Vergangenheit mit dem Syndikat geht zurück bis zu einer Operation auf Turm in den Anfangstagen der damals neuen Anführerin Quira. Elera ist größtenteils selbstständig als Einsatzkraft und Kontaktperson tätig. Ihre Hauptaufgabe ist es, das PEC-Syndikat zu kompromittieren, im Schwerpunkt auf ihren Brückenkopf auf Toshara. Da sie direkt mit Quira zu tun hat, sollte Elera als Bedrohung der Klasse 2 für das Galaktische Imperium eingestuft werden. So. Hast du was, Kleiner? Wie gesagt, dafür brauchen wir ein Hacking-Kit.
Deswegen mache ich das übrigens auch gerade. Was siehst du? Für die, mit der Hackerin, damit ich dieses Hacking-Kit erstmal kriege. Vielleicht mal gucken, ob ich, vielleicht habe ich ja Glück. Ist hier jemand? Oh. Das wird nicht einfach! Das muss der Hangar sein! Ja, das war mir klar, dass das jetzt passieren wird. Okay. Ach, Jucke Jucke gerade. Die Idee war gut, die Umsetzung war doof. Oh, nee, ne? Hey, du hast nicht gesagt, dass du dich an der imperialen Anlage zu schaffen machst. Genauer gesagt stecke ich hier fest. Sie haben mich umzingelt. Hm, und ich soll jetzt irgendwie da rein. Aber stirb nicht dabei. Ich brauche dringend das Sequenziergerät. Ich tue mein Bestes. Ihr holt mich ohne People. Ich glaube, ich muss hier lang. Oh, nö. Okay, da soll ich hin. Oh, das ist so Mäuse melken. Muss ich alles nochmal machen. Okay. Im zweiten Versuch kann es eigentlich nur besser werden. Oder? Ich guck mal ganz kurz ins Journal rein. Oh, nee. Alles neu machen. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen strange. Okay, das finde ich unnötig, ehrlich gesagt. Wo ist jetzt der Hangar? An alle Mechaniker, sofort beim Gleiterhangar melden. Der Eindringling hat uns ausgesperrt. Bleibt in Funkkontakt. Ende. Was war das? In meinem Sektor ist es ruhig. Los, lenk sie ab, Nex. Das heißt aber auch besser, als ich gehofft habe. Ich habe nur eine echte Schlacht erlebt. Danach habe ich mich freiwillig für den Garnisonsdienst gemeldet. Schön mit Nix hier lang schneiden. Okay, das Einzige, was mir jetzt gerade einfällt, ist eine Idee. Dass ich das mache. Wenn die vorbeikommen. Die da jetzt beide langkommen. Das sollten wir überprüfen. War doch nichts. Auf
Wie gesagt, ich sollte vielleicht echt mal anfangen, mehr meine Umgebung zu... meine Umgebung zu benutzen. Ich vergesse das immer. Oder ich habe da immer nicht so viel Lust drauf, ehrlich gesagt, weil ich dann immer so, ich will nicht sagen, so alle Assassin's Creed hier so lang. Wir brauchen Hilfe! Ich löse Alarm! Wir werden angegriffen! Nick, wir sind aufgeflogen! Geschossen? Wo ist sie? Ich hab doch keine Ahnung. Okay, nix, wir sind sicher. Verdächtig. So. Ich hab doch keine Paranoia. Ist jemand in der Nähe? Oh, das verstehe ich auch nicht. Das Ding habe ich. Aber das Ding nicht. Okay, so. Hacken wir das Ganze nochmal. So. So. Kann das jetzt nur noch. So. Sicherheitstür geöffnet. Die Geschütztürme sind deaktiviert. So. Das heißt, wir können jetzt hier rein. Dann können wir hier wieder runter. Das haben wir auch. So, warum schwinge ich mich jetzt hier lang? Weil. Moment mal. Moment mal. Halt! Das ist Sperrgebiet. Nicht zu sehen. Abziehen. Was? Stopp! Du bist nicht befugt, dich hier aufzuhalten. Das sollten wir uns mal. Genau, was ich wollte. Kommando zurück. Gut, neu formieren. Was siehst du? Auf geht's, nächster. Dann war das hier lang. Ich glaube, wir müssen nachher einfach alle von oben wegflexen. So ungefähr.
die ganze Basis einfach so aus. Das wäre ja auch crazy, ne? Guck mal hier, die Kiste, ne? Ist auch weg. Aber ich muss alles nochmal neu hacken. Das finde ich ein bisschen unnötig, ehrlich gesagt. Ja. So. Das würde bedeuten, durchprobieren, das war klar. Natürlich der letzte. So. Jetzt müsste gleich wieder die Info kommen. Jetzt haben wir hier wieder mehr Daten. Ne? Journal mal nachgucken. Finde ich jetzt auch interessant, ne? Warum? Okay, zum Aufrüsten in die Werkbank. Okay. Ionen. Verbesserte Genauigkeit. Geht zum Aufrüsten in die Werkbank. Das haben wir wieder so klar. Was haben wir hier noch? Materialien. Wertgegenstände. Genau, einen imperialen Sequenzmodulator sollten wir organisieren, den wir gemacht haben. So, und warum wird jetzt im Journal nicht das angezeigt? Warte mal, wir gucken auf die Karte. Vertrauliche Daten. Landeplattform. Genau. Es wird irgendwie nicht so angezeigt, wie es sein soll, glaube ich. So. Auf jeden Fall. Runter. Auf jeden Fall war auch sinnvoll, dass ich hier alles nochmal gemacht habe. Wobei, jetzt müsste ich ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, muss ich jetzt wirklich alles nochmal machen? Also hierher? Oder habe ich die Informationen, glaube ich, doch schon gehabt? Aber ich habe wahrscheinlich, war es doch sinnvoll, das hier zu machen. Aus dem Grunde, dass ich dann die Möglichkeit habe. Voll. Damit kann ich arbeiten. Haben wir eigentlich hier Gesundheit? Nee, ne? Doch, da, meine ich doch. Die Frage, was ist jetzt sinnvoller? Von unten nach oben oder? Und hier werde ich gleich meine Waffe verlieren. Das ist mein Problem. Also die Knifte und die habe ich da schon verloren. Gut, damit sollte es gehen. Ich überlege gerade, wie es das am sinnvollsten ist, dass ich die hier wegflexe. Und das meine ich ernsthaft. Weil. War das so?
Dann machen wir mal ein bisschen Krach. Ich rufe Verstärkung. Ich hab nicht hingeguckt. Ich könnte mich gerade so Mäuse melken. Das kann's gerade nicht sein. Hey, du hast nicht gesagt, dass du dich an der imperialen Anlage zu schaffen machst. Genauer gesagt stecke ich hier fest. Sie haben mich umzingelt. Hm, und ich soll jetzt irgendwie da rein. Aber stirb nicht dabei. Ich brauche dringend das Sequenziergerät. Ich tue mein Bestes. Was ich mich gerade überlege, ob es möglich ist, überhaupt zu speichern, wenn ich auf der Basis bin. Weil meistens ist ja sowas nichts, das muss ich auch mal drauf achten. Oh, Alter, sorry, Leute, ich bin gerade echt so durstig. Das ärgert mich gerade. Das ärgert mich gerade so massiv, das glaubt man nicht. Versuch Nummer 3. Aber zum Glück hat das einen Vorteil. Mittlerweile weiß man ja, wie man es machen muss. Ne? Das ist wie... Ich muss aus diesem Loch raus. Im Gebiet der Syndikate zu arbeiten macht keinen Spaß. Also, wo ist jetzt der Hangar? Das war ein Dampfhammer. So, das Pfeifen hat es auch gebracht. Das wissen wir jetzt hier nun. Das wird so ein Mini-Speedrun, habe ich das Gefühl. Fetter Haken, das ist ja hier wie bei Bud Spencer und Terence Hill. So, die sind richtig. Dann haben wir den. Ja. Sauber. Das war's mit Schleichen, nix. Zentrale, hier treibt eine Gefahr.
der Stelle. Zielperson verloren. Kehren Sie auf Ihre Stationen zurück. Ausgemacht? Das Ding ist abortiert. Ich habe die Tür eben gerade geöffnet. Ah. Sicherheitstür geschlossen. Sicherheitstür geöffnet. Natürlich so rum, ne? Aber ich glaube, das hätten wir uns sparen können. Aber ich will die Sachen oben, glaube ich, nochmal. Ich weiß nicht, was oben alles hacken, ja, ne? Damit die Sachen aus sind. Das meine ich. So. Da, da, da. So. So, wo haben wir den noch nicht gehabt? Da. So, das heißt, den. 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 So, das heißt jetzt den. Und den. So, der ist es. So, Geschützturme, Kamera deaktivieren, Daten übertragen. So, haben wir alles gemacht. Auf geht's. Neuen Blaster holen? Habe ich ein paar Schüsse mehr, ne? Yeah.